Herzlich willkommen zu einem neuen Teil des Quassel Talks. Heute geht es um unsere Katzen und unseren Hund, wie wir die zusammengepackt haben. Also bleibt dran! Heute mal noch ein bisschen, bevor es richtig gleich losgeht, wollte ich ein bisschen noch mal so Allgemeines quatschen. Und zwar habe ich mir überlegt, jetzt auch Weekly Vlog zu machen. Also, weil mir aufgefallen ist, dass ich nicht jeden Tag irgendwie kompletten Tag vloggen kann, weil einfach nichts Spannendes passiert. Deswegen wollte ich so einen Weekly Vlog machen, um euch immer sozusagen: Montag ist das am wichtigsten gewesen, Dienstag das und so weiter. Und das wollte ich dann immer sonntags machen, also das lade ich dann sonntags hoch. Falls ihr das gut findet, schreibt es in die Kommentare. Falls ich das total lassen soll, weil das einfach totaler Quatsch ist, schreibt es auch unten in die Kommentare. Dienstags wollte ich dann immer halt den Quassel-Talk hochladen. Und freitags mache ich auch immer noch ein Video. Da kann ich ja mal so sonstige Sachen hochladen, wenn euch mal irgendwas einfällt, was ihr wissen wollt. Oder ich wollte es demnächst dem Nico ein paar neue, schwierigere Tricks beibringen. Und die kann ich da ja dann immer hochladen. Oder wenn ihr sehen wollt, was der Nico schon alles kann, so an Tricks. Und wie ich das vielleicht gemacht habe, wie ich ihm das beigebracht habe. Das kann ich dann zum Beispiel immer freitags machen. Also schreibt es mir unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob dieser Plan von mir auch gut ist oder nicht. Falls ich das komplett anders machen soll, schreibt mir unten in die Kommentare irgendwelche Vorschläge. Okay, jetzt geht's los mit dem Quassel Talk. Ja, wir haben vor 2 Jahren, zweieinhalb jetzt schon fast, ist unser alter Hund gestorben. Und mein Stiefvater hat gesagt, er will keinen neuen Hund mehr haben. Und dann, wir wollten aber irgendwie noch mal Tiere haben. Und meine Schwester so, oh, lass doch Katzen holen. Ja, haben wir, okay, holen wir uns eine Katze. Haben wir uns auch viel damit beschäftigt und so. Und dann hat meine Mutter einen guten Freund von ihr, der wohnt auf dem Bauernhof. Und der hat sie angesprochen, dass die Mutter von dem Wurf überfahren worden ist. Und er hat jetzt da noch ein paar Kätzchen über. Und dann wir so, oh Gott, die armen Kätzchen. Und dann sind wir da hingefahren. Dann durfte ich mir eine Katze aussuchen und meine Schwester durfte sich eine Katze aussuchen. Ja. Dann hatten wir 2 Katzen. Als wir dann die Katzen abholen wollten, war noch eine Katze übrig. Und dann hat er gesagt, ja, wir wissen nicht, wohin damit. Wenn ihn jemand holt, dann müssen wir es entweder ins Tierheim bringen oder tot machen. Und wir dachten uns so, ach du Scheiße, und die war so süß. Und haben wir sie auch mitgenommen. Jetzt hatten wir 3 Katzen. Ja, die heißen Balu, Merlin und Serafina, aber die nennen wir alle Fine. Die 3 sind total unterschiedlich vom Fell und auch vom Charakter her. Falls ihr darüber wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, über unsere Katzen, kann ich da ein extra Video zu machen, weil das ist das zu viel. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr mehr über unsere Katzen wissen wollt. Ein paar Monate später hatten wir plötzlich einen wilden Kater noch dazu. Der lief dann nämlich immer hier rum und das ist Garfield. Das ist so ein richtiger Garfield. Der frisst total viel, der ist fett, der ist faul, der ist total dumm. Aber der wurde wohl ausgesetzt, weil der hat hinten so eine Macke im Nacken, wo wahrscheinlich dann ein Chip entfernt worden ist und dann wurde er wahrscheinlich auf die Straße gesetzt. Ja, und den haben wir jetzt auch noch.
Ja, und dann kam ja Nico dazu, weil ich unbedingt wieder einen Hund haben wollte. Das war dann ungefähr ein Jahr später. Ja, und zwar haben wir das dann so gemacht. Wir haben, als wir Nico geholt haben, haben wir den erstmal ins Wohnzimmer gepackt und die ganzen Katzen nach oben, weil wir erstmal den Hund alleine lassen wollten. Also erstmal zu Hause ankommen und dass er die Umgebung kennenlernt bei uns zu Hause und so. Und dann ungefähr eine Woche später haben wir dann wir haben zwischen Wohnzimmer und Esszimmer kann man so zwei Schiebetüren zusammen machen. Und da haben wir dann so ein selbstgebautes Gitter hingepackt, dass wir dann die Katzen ins Esszimmer holen können, die sich den Hund angucken können, aber Nico nicht zu den Katzen kann. Also er kann die zwar auch beschnuppern und alles, aber nicht, dass die sich dann angreifen können. Oder weil er war halt total wild und er mochte Katzen, aber die Katzen kannten halt nicht so wirklich Hunde, nur von draußen, wenn die halt draußen rumlaufen, da weiß man ja nicht, was sie so für Erfahrungen gemacht haben. Deswegen haben wir es halt total langsam angehen lassen. Wir haben die jetzt auch nicht gezwungen oder so. Die sind dann wirklich alleine da hingegangen zu Nico. Und Nico war natürlich etwas wild, was sie halt ein bisschen abgeschreckt hat, weil die halt auch die Zeichen von Hunden nicht kannten. Weil die kommunizieren ja komplett anders wie Katzen. Und das war halt doch ein bisschen schwer. Ja, am Ende haben wir dann beschlossen, dass die Katzen immer oben bleiben in unseren Zimmern. Und im Flur oben, da haben die jetzt ihr Reich. Und dann haben wir sowas wie, wenn man kleine Kinder hat oder Babys, so für Treppen, so ein Treppengitter haben wir dann ge geschenkt bekommen, wirklich. Das haben wir dann unsere Treppe gemacht, dass der Hund nicht hoch kann. Die Katzen haben dann sich wirklich immer auf die Treppe gesetzt. Und Nico hat sich dann vor das Gitter gestellt. Und Fine, die kleine Katze, süß, hat dann die Pfote so ausgestreckt. So gelassen. Nico hat immer so geguckt, was hat die jetzt vor? Hat sich voll gefreut, ist näher gekommen und dann, pack, hat er eine auf die Nase gekriegt. Ja, seitdem sind die beiden nicht mehr so. Aber er weiß auch jetzt noch, wir haben da jetzt halt das Gitter schon lange weg. Er geht auch nicht mehr hoch, weil er weiß, er darf da nicht hoch. Halt nur, wenn wir ihm das sagen, dass er da hochgeht, weil wenn er zum Beispiel gebadet werden muss oder so, wir haben halt oben nur eine Badewanne. Und die Katzen, wenn die rausgehen, das ist schon gar kein Problem mehr, wenn Nico da in der Küche liegt oder so und die an ihm vorbeirennen. Der Merlin, ich gucke mal, ob ich noch ein Video finde, weil ich meine, ich habe das mal aufgenommen. Der Merlin kuschelt immer mit dem, wenn er nach Hause kommt morgens. Das ist total süß. Nico legt sich dann immer hin in die Küche. Und Merlin kuschelt dann immer so, wie wenn er sich wohlfühlt. Also manche Katzen gehen dann immer um die Beine und so und schnurren dann. Und das macht er mit Nico. Das ist total süß. Nur die sind halt den ganzen Tag oben und schlafen und Nico ist ja unten. Und deswegen begegnen sich die Katzen jetzt nicht so viel. Also ich finde auch dafür, dass die Katzen eigentlich am Anfang keine Hunde kannten. Und Nico, er kannte zwar Katzen von sich zu Hause damals, vom Züchter, aber die haben jetzt auch nicht viel miteinander gemacht. Und ich finde dafür, dass es jetzt erst ungefähr ein Jahr her ist, anderthalb. Finde ich schon, dass sie sich gut miteinander vertragen. Ja, also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie das mit unseren Katzen ist und hier und da, wie die Katzen bei uns aufgewachsen sind, warum auch immer, keine Ahnung, schreibt alles, was ihr wissen wollt, unten in die Kommentare. Ich werde es gerne beantworten oder packt das ins nächste Video. Alles klar. Tschüss! Bist du da? Merlin? Merlin ist gerade derjenige, der überstürzt. Der